So, hallo miteinander. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt da einen Vlog draus mache. Also, ja, ihr seht es ja denn. Ja, wir sind am Waldwegebau. Ich kann ja gerade mal da noch rumschwenken. Da Hanne war auch so ein nasses Loch, das haben wir raus, oder habe ich rausbaggert. Und da hinten, komm, jetzt laufen wir halt geschwind. Na, wenn wir schon dabei sind. Ah. Dahinter war auch oder ist ein nasses Loch. Also da seht ihr ja. Das habe ich. Ja, das ist jetzt nicht schön. Da konnte man auch immer eigentlich relativ gut fahren, aber ihr seht, da steht das Wasser. Ich habe jetzt da so eine Böschung nach links, also halt abseitig gemacht. Da kommt aber noch Kies rein oder halt RC Recycling. Da habe ich einen Wassergraben gezogen. Also, es ist jetzt alles nicht aufwendig, ja. Das muss ich noch ein bisschen feiner rausputzen, denn. Aber das ist mal, dass wenigstens unter dem Recycling Wasser dann weglaufen kann. Genau, und das ist ja immer noch eine Rückigasse, ja. Das ist halt bloß eine sehr, sehr lange Rückigasse, über die man alles Holz holt, was da hinten im Wald drin ist. Das ist übrigens die nächste Baustelle da, wo man nagelt. Vielleicht kennt es der ein oder andere aus meinen früheren Videos. Da habe ich an dem Hang oben habe ich zum Beispiel die Weißtanne gefällt und mit dem Glas da habe ich noch gerückt. So, und da haben wir das Ganze. Das war so ein Mordswasserloch. Komplett verfahren von Harvester rückgezogen und mir. Und ich bin immer da rechts so halb am Hang gefahren. Da kommt aber dann auch noch ein Bach. Und jetzt habe ich das da habe ich ausgekoffert. Und ihr seht ja, da Lehm. Da kam er, also der ist bolzenfest. Jetzt habe ich da so eine Wanne angelegt. Auch wieder mit Böschung nach links, also Hang abseitig, dass das Wasser immer vom Hang weglaufen kann. Und haben so an der tiefsten Stelle den Wasserdruck wieder gemacht. Ja, den muss ich auch noch ein wenig rausputzen, dass das von der Höhe passt. Aber ja. Das wird jetzt auf die Höhe da vorne von der Gasse wieder angeglichen mit Recycling. Also ich denke mal so 8 Kipper werden wir da schon brauchen, da haben, wo da reinkommt, denke ich mal. Ja, aber das ist jetzt bitter nötig. Das ist ja, also die letzten Jahre, wo ich da Holz gekriegt habe, da habe ich schon mal durch das Loch und das Holz war dreckig und also. Du bist verhangen, dann hast du wieder abhängen müssen und das Holz vor dem Loch liegen lassen oder nachher, also bis da herfahren. Das ganze Holz durch das Nass durchschleifen und also wirklich, da hast du wirklich schöne Weißtannenkett, grad walzerartig. Also, ja, und dann ziehst du da durch den Dreck durch, also das war, und dann auf dem Polter immer den Dreck ein wenig nach unten drehen, damit man sie so sieht, also, das mag ich gar nicht, ich habe einen relativ hohen Anspruch an mich selber, sowohl im Hauptgeschäft als auch da Hanna am Holzrücken, dass es irgendwo einen Wert hat, was ich mache. Ja, und deswegen, jetzt macht man das, das kostet ja, mein Gott, das kostet halt ein wenig Geld. Jetzt der Bauer, wo ihm das gehört, der hat selber Recycling auf dem Hof, also das tut dem jetzt nicht weh. Und die Maschine hat er sowieso gut, der Bagger ist jetzt gemietet und die kostet halt auch Geld. Aber das ist jetzt alles nicht die Welt, also das hält sich im Rahmen. Und ich sag mal, dahinter standet noch, gut klar, so viel ist nicht mehr, aber ich sag mal so 300 Festmeter, vielleicht 400, standet vielleicht noch, ja maximal, was man über die Gasse holt. Und dann ist halt nachher Jungbestandspflege und so weiter angesagt dann irgendwann. Und man holt halt jedes Jahr, sage ich mal, 50, 100 Festmeter dahinter raus. Ja, und jetzt habe ich gesagt, also bevor man jetzt wieder da, was weiß ich, die nächsten 80 Festmeter oder was durchschläuft, wobei so viel ist das mal gar nicht, ja, machen wir da jetzt Wegebau, das hat kein Wort. So, jetzt haben wir da einen schönen Teil Keuchi, 7 Tonnen Bagger. Ich wollte eigentlich einen 9 Tonnen, aber das hat es nicht gegeben. Der Vermieter hat aber gemeint, der hat die gleiche Hydraulikleistung und alles wie der 9 Tonnen. Gut, klar, ist halt trotzdem ein 7 Tonnen, der wiegt halt nicht so viel.
Aber ist ja, ja drauf geschissen. Also ja, ist ja egal. So, der Hanne war auch alles nass und verfahren. Jetzt da Hanne ist so. Aber da habe ich jetzt das Kies, ihr seht ja, den Mittelstreifen habe ich relativ freigeräumt wieder. Aber da Hanne die Fahrspur habe ich gekieset. Einfach aus dem Grund, weil wir mit dem Kipper nicht hintrekommen. Ich muss jetzt noch die Seilmaschine holen und dann hängen wir den Kipper ins Seil und ziehen den hintere. Weil sonst mit dem Frontlader das ganze Kies dahinter fahren, da bist du zwei Tage beschäftigt, das ist nichts. Der Hanne seht ihr, das ist auch Lehm. Habe ich auch wieder Seitenprofil angelegt. Da haben wir einen Wassergraben, klar, der ist jetzt verfahren, wenn schon vom Traktor. Das putze ich dann raus, wenn wir fertig sind. Weil, wenn ich dann nachher am Langholzrücken bin, dann fahre ich da hin. Ja, da muss ich nie da rein. Ja, also da fahre ich da und dann sind meine Stämme da und dann passt das. Und dann ist das RC wahrscheinlich, ja, dann ist er wieder zur Hälfte weg. Aber das ist ja, ja, mein Gott. Ist halt so. Da haben wir den Wassergraben, eben den muss ich dann noch ein rausputzen. Und das dann am Schluss dann wieder ein wenig eben ziehen, nochmal verdichten dann mit der Rüttelplatte und dann lässt man die Gasse nochmal zwei Wochen oder drei Wochen Ruhe, bevor ich dann dahinter das Holzrücken anfange, dass das sich einfach ein wenig setzen kann. Da oben habe ich auch angefangen noch mit Rabbackern. Die Gasse ist teilweise ist so verfahren, da kommst du mit der Seilmaschine nicht mehr auf, weil du einfach aufsetzt, da ist halt der Rückzug und alles knapp. Und ich bagger es jetzt einfach auch bis auf den Lehm, mache ein Schrägprofil. Auch ein Wassergraben ziehe da hin ab und ja, dass man da einfach wenigstens einigermaßen wieder auffahren kann, ja. Da ist mir bloß vorher der eine Hydraulikschlauch losgeworden, deswegen habe ich da aufhören müssen. Genau, und das ist jetzt das. Das machen wir dann fertig noch am nächsten Tag. Und dann passt das genau. Da Hanna eben muss ich dann alles wieder, wenn wir dann fertig sind, eben ziehen, aber das macht jetzt keinen Sinn. Ich habe jetzt mal die grobe Planie gemacht und verdichtet, dass man einfach mit dem Schlepper den fahren kann, dass er hinten kommt. Aber das Finish mache ich dann, wenn wir dahinter fertig sind, weil das macht keinen Sinn nicht. Da nehme ich dann auch den großen Breitlöffel zum Abziehen. Jetzt habe ich ja den Breitgrabellöffel dran, dann mache ich den Humuslöffel nach und dann ziehe ich das schön ab, das mit der Rüttelplatte abrottle und dann bleibt das mal zwei Wochen, drei Wochen liegen. Weil da haben wir ja da und da muss man Holz rausmachen. Da haben wir mal eine Arbeit. Auf jeden Fall, bevor ich dann dahinter tragen muss. Und dass sich das alles einfach ein wenig setzen kann. So, in dem Fall, jetzt habt ihr das auch gesehen. Das war jetzt wieder bloß geschwätzt. Tut mir leid. Ich gucke jetzt mal, ich habe noch ein Zeitraffer-Video. Das hänge ich vielleicht noch daheim hinten nach. Jetzt zwar heute vom Backer. Das habe ich jetzt heute irgendwie keine Zeit gehabt dazu. Aber ihr wisst ja. YouTube kommt bei mir immer zuletzt. So, in dem Fall, ich wünsche euch was. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und einen Daumen da. Und dürft auch gerne kommentieren, dass man RC den Wald einbauen darf zum Beispiel. Nein, wenn es geprüft ist, dann darf man es schon. Es gibt halt so gewisse Vorlagen, wo, wie und was und überhaupt. Aber ja. Das passt schon, das ist jetzt hauptsächlich so Biberschwanz und so Zeug und ein wenig ein Magerbettung oder Kies besser gesagt. Also das ist, da ist jetzt, da ist kein Asphalt oder sowas drin, also das Asphalt wäre dann schon schlimm. Genau, so ist das in dem Fall. Schau mal. So, leider ich habe es heute wieder nicht hinkriegt zum Filmen, aber ja. Wenn ich so einen Bagger habe, dann will ich immer, dass es relativ gut läuft. Weil die Kerre, die kostet ja was. Und dann ist was anderes, wenn ich mit meinem Wagen unterwegs bin oder so. Das ist, ja, aber das war jetzt auch wieder knapp genug. Sonne ist schon weg. Also das wird jetzt die nächste, ja gut, was haben wir jetzt? Ich denke die nächste halbe, dreiviertel Stunde dunkel. Ja, der Hanna. Jetzt haben wir da Kies rein, oder Recycling besser gesagt. Ja klar, das ist ein wenig eine Senke dahin, das ist halt einfach so. Und ich hätte jetzt, denke ich mal, nur zwei Wege bräuchte, dass ich es wirklich eben bringe. Aber für was? Dahin geht es zu buckeln auf. Da kannst du mit dem Bagger ganz gut fahren, also mit dem Traktor geht es auf jeden Fall sehr gut.
Ja, da liegt ja auch schon das erste Holz, was der Markus und der Marian angeworfen haben. Genau, da kommt aber auch noch mehr. Da kommen noch ein paar Buche und so weg. Genau. Und von ganz hinten kommt dann auch noch Holz. Ja, so sieht das jetzt aus. Es ist jetzt auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Gut, klar, wenn man das erste Holz durchgezogen hat, dann sieht es natürlich gleich so nicht mehr aus. Gerade wenn du so einen Gipfel hast, der ist wie im Flug. Aber ich hoffe trotzdem, dass es einigermaßen hebt. Ich werde jetzt dann mal 2 Wochen auf dem Hieb pausieren oder allgemein nicht so viel machen. Und dann kann sich das dahin setzen. Und auch die andere Stelle, wo man jetzt Kies reingeworfen hat, können sich setzen. Und dann hoffe ich, dass es einigermaßen hebt, zumindest mal für die paar Festmatter, wo dahinter rauskommen. Ja, und dann muss man halt am Ende von der Maßnahme mit dem Schild wieder eben ziehen und dann bis nächstes Jahr, dann bis nächsten Herbst, wenn man wieder was einschlägt, soll es dann eigentlich gut sein. Ja, jetzt der Hanna ist der kleine Graben da raus. Klar, der ist jetzt nicht so ideal, da muss ich mal vielleicht mit der Schaufel nochmal her. Aber meine Ansinnen ist ja, dass unter dem Recycling sich das Wasser auf dem Lehm sammelt. Deswegen auch die schräge Planie. Hängen sie abseitig, damit sich das Wasser dann links sammelt. Und ich habe da einen Graben gezogen, eben, der bis daher geht. Und dann hoffe ich, dass das Wasser dann unter dem Recycling wegläuft. Weil das war, sonst hast du eigentlich, kannst du überall fahren, aber ich rege bloß da hin. Und eben vorne in der Kurve da, und ganz vorne. Rückigasse Eingang, das war immer Katastrophe, aber das zeige ich euch jetzt. So, da seht ihr ja, da ist Kies drin, das verdichte ich jetzt aber nicht, weil das ist zu uneben, das müsst ihr jetzt erst nochmal richtig eben ziehen, dass sie da nochmal verdichten können. Und das ist auch eigentlich nicht nötig, weil da habe ich jetzt so viel Abtrage und da sind wir jetzt halt so oft drüber gefahren, das ist eigentlich fest genug. Ja, hier sieht man ja, muss sie den ganzen Weg eigentlich kiesen. Das sieht jetzt schlimmer aus, wie es ist. Also, das ist jetzt nur so eine Tragschicht von, was weiß ich, 5 bis 10 cm. Also, nichts Wildes. Einfach, dass man hat mit dem Hänger hinten fahren können. Falls ihr euch wundert, ja, ich fahre über Fußpedal. Ich weiß nicht, das macht ja irgendwie viele nicht, aber ich mag das eigentlich ganz gern mit dem Fußpedal fahren, sowieso, wenn man am Backer gleichzeitig ist, ja, immer umgreifen und so, das ist scheiße. Ja, jetzt der Hanna ist jetzt die einzige Stelle, wo eigentlich Keukies eingebaut ist. Wird sich zeigen, ob das eine schlaue Idee war, wahrscheinlich nicht. Aber da will ich jetzt den Graben rechts noch fertig rausziehen nochmal, weil den hat man jetzt nochmal ein wenig zugemacht, dass man halt mit dem Traktor und dem Hänger fahren kann. Genau, jetzt ziehe ich da den Graben nochmal ein wenig raus, dass das Wasser, was sich dann da hinten bildet, dann weglaufen kann. Ja, und hier ist jetzt die große Einfahrt. Das war im Prinzip vorher bloß so ein Schlammloch. Da habe ich den ganzen Schlamm da rausbaggert. Und ja, der liegt jetzt hier an der Seite, sieht man ja. Den habe ich da rausbaggert und ja. Ja, wieder Fahrradfahrer. Naja, das habe ich rausbaggert. Und man sieht ja hier, habe ich eben auch den Wassergraben angelegt. Das ist jetzt für da oben halt. Und hier drüber einen Wassergraben angelegt. Das ist, kann ich ja gerade vorfahren. So. Einmal einen Schwenk nach links bitte. So, das ist für die Gasse, wo da hoch geht. Ich kann jetzt mal ganz kurz, laufe ich mit euch da hoch. So. Ja, ich weiß jetzt nicht, meine Erfahrungen damit sind jetzt noch nicht so groß. Ich habe jetzt da bis auf den Lehm runterbaggert. Weil alles andere, was jetzt oben drauf war, das war bloß, ja, also halt Humus. Und Humus ist halt einfach schmierig. Und beim Lehm hoffe ich jetzt, gut klar, wenn es nass ist, ist der auch schmierig.
Aber da haben wir bloß leeren Auffahrer und voll wieder ab. Wenn überhaupt. Und sowieso, wenn der Haarwäscher mit der Kette kommt, dann ist es eh egal. Oder mit den Bändern. Aber jetzt ist mal wenigstens wieder ein fester Untergrund, wo man laufen kann und wo man fahren kann. Also da konnte ich jetzt mit dem Bagger jetzt zum Schluss super hochfahren. Von dem her denke ich, sollte das auch mit dem Traktor kein Problem sein. Klar, wenn das dann mal nass ist, dann muss man halt ein bisschen warten, bis es abtrocknet ist wieder. Aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall besser wie Kies. Jetzt kommt ein Traktor. Oder ich bilde mir das bloß ein. Ja. So, jetzt habe ich da in Gasse. Eingang noch baggert und eben für dann auf. Und alles schräg planig gemacht, dass das Wasser nach links wegfließen kann. Und ja, so ist mal die Denkweise von dem Ganzen. Ob es schlussendlich so funktioniert, wird sich zeigen. Ja, in dem Fall, ich bedanke mich fürs Zusehen. Gut, klar, in dem Video gab es jetzt nicht viel zu sehr, bloß wieder Geschwätz. Ist natürlich immer blöd, tut mir leid, ich wollte eigentlich wieder Zeitraffer-Video machen, aber das hat halt dieses Mal jetzt nicht hinkauen, ist halt so. Aber jetzt habt ihr mal wieder gesehen, was ich gemacht habe. Ja. Und Tipps und Tricks könnt ihr mir ja gerne sagen. Da habt ihr vielleicht auch mehr Erfahrung wie ich mit dem Wegebau. Aber ich denke mal, das, was ich da gemacht habe, ist nicht ganz falsch. Also, es ist mal auf jeden Fall ein Zugewinn zu vorher. In dem Fall, ich wünsche euch was. Danke, lasst ein Abo und ein Like da. Ciao.